Ey, da geht's runter! Was geht denn jetzt ab? Digga! Was? 190 km/h? Junge, es ist der Punkt, wir fahren mal sein Uropa. Oh, Junge, Alter, guck dir das mal an! Oha, wie schnell können wir werden? Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Pause. Senders! Ja, Leute, wir spielen heute wieder eine Runde die Senders und ich will euch eine neue Map zeigen, die gerade erst rausgekommen ist. Bevor wir da aber reingehen, Bruder, muss ich jetzt erstmal ganz kurz in die Garage, in die Chat hier rein und mein Fahrrad ein bisschen umtunen. Gucken wir mal ganz kurz, Leute. Also, ich habe jetzt aktuell das weiße Fahrrad. Ich sag mal so, ne? Oh, Rusty, okay, also rostig, Rusty. Ne, wir nehmen das rote, Leute, für Performance, ist doch klar. Habe ich noch andere Fahrräder? Das wäre jetzt natürlich ganz schön. Das Lynx ist halt auch Dicker, das Fahrrad sieht wild aus, Leute. Okay, da bin ich auf jeden Fall schon direkt am Start. Und gucken wir mal, was für einen Helm wir haben. Eieiei, Leute, pass auf, wir nehmen den schwarzen Helm auf Cleanness, Leute. Wir nehmen den richtig clean. Ja, die Hemden sehen doch alle scheiße aus. Wo ist denn hier Deutsch und Gabbana oder was? Leute! Das Pizza-T-Shirt! Ja, moin! Leute, wer das Pizza-T-Shirt feiert, also ganz im Ernst. Hashtag Pizza in die Kommentare. So, eine kleine Klingel noch. Leute, wir haben hier natürlich... Okay, der Musa Reflektor muss auf jeden Fall drauf. Und was ist denn das für ein Scheiß? Okay, Leute, also, ja, läuft doch. Wir haben das Pizza-T-Shirt jetzt am Start. Ich sehe aus wie, Digga, ich muss eine Pizza ausliefern? Naja, dann würde ich sagen, ziehen wir durch. So, Surreality Part 2, Leute. Ich habe schon einmal zu dem ersten Part dieser Map eine Aufnahme gemacht. Und wie man sehen kann, wir haben hier drei verschiedene Wege. Ich würde sagen, wir fangen den Weg mal an. Enjoy this Chaos. Okay. Ey, da geht's runter. Was geht denn jetzt ab? Digga. Was? 190 km/h? Junge, es ist der Punkt, wir fahren mal sein Uropa. Oh, Junge, Alter, guck dir das mal an. Oha, wie schnell können wir werden? 280 km/h, Leute, muss ich los. Yo, was ist denn da passiert? Das war's wohl mit der Pizza. Dann haben wir auf jeden Fall noch den Weg hier. Den gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. Leute, Pizza ausliefern. Moin, mit dem Wheelie runter. Mit dem Wheelie jetzt runter. Aber es geht da gegen den Berg. Nicht schon wieder sowas. LOL. Wir sind einfach durchgefahren, Leute. Was ist das denn für ein Scheiß? Da will ich aber auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich noch was ist. Das müssen wir uns definitiv mal angucken. Leute, Pizza ausliefern, ja, okay, aber gerade, was war denn das eigentlich jetzt? Ich fahr mal langsam hier. So, jetzt vorsichtig reindroppen. Digga, da geht ja nix. So, Leute, Alexander ist auch schon am Schlüssel, der haut hier ordentlich rein. Und wir gönnen uns hier mal direkt. Jetzt einmal schön hier rum. Warten. Rüber. Und easy going, Leute. Die Pizza wird ausgeliefert. Ja, ja. Und runter da. Ich bin halt der einzig wahre Profi, Leute. Der einzig wahre. Stoppy. Puh. Okay. Also, ob ich das Ding hier first try mache, keine Ahnung. Wer auf jeden Fall lit. Und hier sind wir vorsichtig. Sprung nach vorne. Jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier rüber. Nein! Oh mein Gott! Aua! Leute, was macht er da mit seinem Finger? Okay, also, es sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Locker bleiben und jetzt schön Pace aufbauen, genau. Jetzt richtig rein hier. Eins, zwei und RIP. Oh Mann, ey! Junge, du sollst die Pizza ausliefern. So, warte mal.
Aber wenigstens ist ein Stück Pizza weggeschnitten. Mann, ich hab gesagt, du sollst da jetzt reinspringen. So, wow, stoppy. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt am Start. Pass mal auf, ich mache einen Backflip. Wow, was war das denn gerade für eine Aktion? Geiler Drop auf jeden Fall, geiler Drop. Und wir sind auch direkt am Start. Ziehen hier noch eine Runde rein und ballern, Leute. Was? Es geht noch weiter. Oh nö, Leute. Oh, ja, moin, ey. Das ist ja schon wieder geisteskrank hier. Okay, hoch da. Den fühle ich. Wow! Nicht. So, nochmal und ab geht's in den Todeskreisel rein. Der Todeskreisel. Yo, ich habe ja einfach den Doppelten gemacht. Locker, lockeres Ding. Und wir sind oben. Na, das sieht jetzt ganz schlecht aus. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, ich habe reingeschissen, oder? Habe ich reingeschissen? Safe. Ich habe sowas von reingeschissen. Och nö. Leute, ich hätte hier nicht speichern dürfen. Och, Kacke, Mann. Okay, Leute. Also, dann würde ich sagen, machen wir das Ding hier einmal kurz First Try. Und rein da. Komm, jetzt richtig Stulle geben. Hoch da, einmal rüber, entspannt. Und Sicherheitsspeichern, Leute. Sicherheitsspeichern. Wir sind weiter. Nehmen jetzt hier wieder das grüne Ding mit. Nehmen das Ding. Sind jetzt hier in der guten Bewegung nach vorne. Wow. Okay. Ah ja, okay. Alles klar. Das hat jetzt erstmal alles geklappt hier. Hoch da. Oh mein Gott. So. Reindroppen. Nochmal reindroppen. Digga, das Ding mache ich jetzt First Try. Das Ding mache ich jetzt First Try. Und rein da jetzt. Komm, Alter. Jetzt will ich sehen. Oh, Baby. Aua. Verdammt nochmal. Alexander, du schaffst das niemals vor mir, mein Bester. Junge, du musst mal ein bisschen lernen zu fahren, Alter. Du musst mal ein bisschen lernen zu fahren, Junge. Jawoll, Leute. Jawoll. Guck mal hier. Wir fahren jetzt hier lockere Basis durch. Ganz entspannt. Jo, alles klar, Leute. Und das war's. Easy going. Alexander eliminiert. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Descenders. Falls ihr dieses Spielzeugparadies hier auch nochmal sehen wollt, zusammen mit dem Mond in der nächsten Folge, lasst auf jeden Fall ein Like da, schallert mal ein Abo raus, checkt definitiv noch die anderen Videos aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuss geht raus. Denno out.